Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info Video. Es gibt mal wieder ein paar Skins kostenlos für alle PS4 Plus Mitglieder oder PS Plus Mitglieder. Es gibt einen Skin für den Kaustik, für Wraith. Dann gibt es noch zwei Waffenskins für den Friedensstifter und für die Hemlock. Wie findet ihr die im Store? Ihr geht ganz einfach, wie gesagt, wenn ihr eine PlayStation Plus Mitgliedschaft habt, die sollten die meisten aber von euch haben. Moment, ich mache das hier mal kurz weg, damit das hier nicht ganz so viel ist. Ihr geht einfach auf PS Plus, drückt zweimal nach rechts und dann habt ihr hier oben schon für Apex Legends ein bisschen was. So, ganz rechts habt ihr hier schon das Add-on. Da seht ihr, dass ihr das laden könnt. Bei mir steht immer noch laden, obwohl ich es runtergeladen habe. Keine Ahnung, warum das bei mir hier noch da steht. Sind ein paar richtig coole Skins, ein Standard-Skins. Hat so ein bisschen was von Halloween, finde ich. Hier sind wir gleich mal auf der Hemlock. Der Waffenskin nennt sich Eingesperrter Zorn. Den finde ich richtig geil. Moment, ich wechsle mal hier noch ganz runter mit der Kamera. Den Skin finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Der hat so ein bisschen wirklich, ich kenne die Skins schon, ich habe die vor ein paar Wochen schon mal online gesehen. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass das so eine Art Halloween-Event vielleicht sein könnte. Auf jeden Fall finde ich den Skin, der hat was. Ich kann zwar nicht so genau erkennen, was das darstellen soll. So, wechseln wir auf den Friedensstifter. Da gibt es denselben Skin. Der kommt hier vielleicht durch den Schaft hier unten ein bisschen mehr zur Geltung. Sieht man das hier? Das sieht man eigentlich perfekt. Ja, also ich denke mal, die meisten von euch haben sicherlich den einen oder anderen legendären oder epischen Skin. Für den wird das vielleicht nicht ganz so interessant sein. So, gehen wir mal noch auf den Kaustik und suchen uns den Skin. Blutschuss nennt der sich. Und hier seht ihr das. Deswegen dachte ich, dass das so ein bisschen was von Halloween hat. Hier sind lauter, sieht aus wie Riesenaugen, die ja auf dem Körper zu sehen sind. Hier hinten sieht man das auch perfekt. Ich finde, die Skins sehen gar nicht mal so blöd aus. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Es ist kostenlos, man muss nichts dazu bezahlen, wenn man eh die Mitgliedschaft hat. So, jetzt haben wir das hier für Wraith noch. Sieht halt auch mega geil aus, aber es gibt die meisten unter euch, gerade bei dem Kaustik mit dem Battle Pass zusammen, da habt ihr wahrscheinlich schon den Skin hier freigeschaltet. Dann ist wahrscheinlich der kostenlose Skin keine Wahl. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Alle paar Monate gibt es sowas im PlayStation Plus Store für euch kostenlos runterzuladen. Das soll es von mir soweit schon gewesen sein. Und für alle, die jetzt zeitnah das Video sehen, ich lade heute noch ein Unboxing hoch. Ich habe mir nämlich ein neues Spielzeug zugelegt. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das sich reinzieht. Kommt vielleicht in einer Stunde auch schon raus, das Video. Das war's von mir soweit. Einen schönen Donnerstag. Macht's gut. Ciao.